Die Reise nach Jerusalem. In dieser Übung geht es darum, die Kinder spielerisch an das Dribbeln mit dem Ball und an die Ballkontrolle zu gewöhnen. Außerdem lernen die Kinder, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Dieses Spiel eignet sich bestens zur gemeinsamen Einstimmung auf das Training. Aufbau. Bauen Sie mit Hütchen einen Kreis mit einem Radius von ca. 5 Metern auf. Innerhalb des Kreises legen Sie, je nach Anzahl der Kinder, Leibchen auf den Boden. Wenn Sie zum Beispiel 8 Kinder haben, legen Sie 7 Leibchen in den Kreis. Ablauf. Beginnen Sie damit, die Kinder im Uhrzeigersinn außen um den Kreis herumlaufen zu lassen. Bauen Sie auf ein Signal des Trainers hin immer wieder Richtungswechsel mit ein. Achten Sie darauf, dass die Kinder nicht innerhalb des Kreises dribbeln, sondern möglichst nah um den Kreis herum. Beginnen Sie nach circa einer Minute damit, laut zu klatschen. Nun gilt es für die Kinder, neben dem Dribbeln des Balles auch noch auf die Klatschgeräusche des Trainers zu achten. Wenn das Klatschen des Trainers verstummt, dann müssen die Kinder ihren Ball liegen lassen und laufen so schnell wie möglich in das Innere des Kreises, um dort ein Leibchen vom Boden aufzuheben. Alle Kinder, die ein Leibchen ergattern konnten, erhalten einen Punkt und das ganze Spiel beginnt wieder von vorne. Spielen Sie das Spiel ca. 10 Minuten. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, können Sie die Anzahl der Leibchen in der Mitte des Kreises bei jeder Runde verringern. Außerdem können Sie zusätzlich zu den Richtungswechseln auch noch weitere Kommandos hinzufügen, bei denen die Kinder einfache Finden, wie beispielsweise einen Übersteiger, ausführen sollen. Passen Sie die Schwierigkeit der Finden an das Niveau Ihrer Kinder an.